Ja, hallo ihr Lieben. Ich möchte gerne heute so einen kleinen Vlog machen. Und zwar, ich würde mich einfach nur mal interessieren, ob, ob euch das interessiert, wenn ich ab und zu einfach so einen Wochenrückblick gebe oder so nach 14 Tagen so einen kleinen Rückblick. Weil ihr wisst ja, ich arbeite beim Friseur und da erfährt man immer viel und da sammeln sich auch immer viele Geschichten an. Und ja, da ich ja auch zurzeit halt mit der Ernährung einfach schaue, wie es mir da so geht und dass ich das so ein bisschen umstelle und dann auch mit Sport anfangen möchte. Also mit der Ernährung, das mache ich ja jetzt schon seit 2 Monaten. Das klappt ganz gut. Und ja, also ob ihr dann einfach ab und zu einfach so ein paar Laber-Videos haben möchtet, wo ich ja darüber erzähle, wie es mir halt im Moment so geht, auch mit der, wie gesagt, mit der Ernährung oder halt auch mit der Arbeit, einfach so Dinge aus meinem Leben. Und ja, weil ich bei anderen schaue ich das immer ganz gern, wenn die dann einfach so drauf los palabern und ja, einfach erzählen und auch so eine Art Follow Me Around machen. Das finde ich immer ganz witzig, einfach, dass man noch ein bisschen teilhaben kann in dem, was die Leute da so machen in ihrem Alltag. Und ja, also wenn euch das interessiert, dann bitte entweder Daumen hoch oder schreibt mir das unten. Weil so an sich finde ich die Idee eigentlich ganz lustig. Vor allem auch, was man, also ich meine, ich rede ja hauptsächlich natürlich über Beauty, aber es gibt ja auch so andere Dinge, die man sich so kauft oder zulegt oder über die man was zu erzählen hat. Und ja, zum Beispiel Thema Dschungelcamp. Ich habe nicht eine einzige Folge Dschungelcamp geguckt, weil ich kein Dschungelcamp-Fan bin und ich das eigentlich, also ich gucke das einfach nicht. Und jetzt am Samstag hat mein Freund halt gesagt, hey, da ist Finale, und ich sag, von was denn? Ja, Dschungelcamp. Und dann haben wir halt geguckt. Und ich muss sagen, ich habe mich irgendwie für Joey gefreut, weil ich weiß nicht, er ist irgendwie so normal, also er ist nicht so eine Kunstfigur. Für Olivia hätte ich mich auch gefreut. Gar keine Frage, die mag ich auch unheimlich gern. Ich wollte schon sagen, die ist so natürlich, aber ich meine, natürlich ist sie krass geschminkt, aber es ist trotzdem so, dass ich ihn oder sie halt als Person irgendwie ganz toll finde. Und deswegen, also mich hat es jetzt für beide gefreut, aber für Joey, wie gesagt, jetzt ganz besonders, weil er irgendwie so ein bisschen durch ist und einfach lustig ist und gerade immer so frei Schnauze vor sich hin redet. Ja. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt halt zurzeit einfach Urlaub und habe mich nochmal wirklich in dieses Ernährungsthema reingelesen und habe mich damit beschäftigt und ja, versuche halt so ein bisschen auch da diesen Weg fortzuführen, den ich jetzt angefangen habe. Und ansonsten werde ich die letzten Tage jetzt zu Hause noch ein bisschen genießen, Videos bearbeiten und dass ihr dann in nächster Zeit auch was zu gucken habt natürlich. Und ich freue mich jetzt schon megamäßig auf, also ich habe extra noch keine Fashion-Videos gemacht, weil ich habe nichts gekauft. Ich bin auch dann zu geizig, im Winter-Sale irgendwas einzukaufen, weil ich dann weiß, dann kommen die Frühlingssachen und dann habe ich kein Geld mehr. Und deswegen freue ich mich dann immer, wenn der Februar kommt und der März und wenn ich dann so in die Läden gehe und dann einfach diese bunten Sachen sehe. Ich habe keine Lust auf Pullover und Schals und irgendwelche dicken, keine Ahnung, Sachen, sondern ich möchte dann gerne was für den Sommer und für den Frühling kaufen. Und da freue ich mich dann jetzt einfach auch. Ich habe mal gegoogelt und ich habe nach Primark geguckt und Primark Frühlingskollektion beziehungsweise für den Sommer, und da sind so schöne Sachen dabei. Das ist echt der Knaller. Und ja, bei uns in Karlsruhe gibt es ja jetzt auch, also ich wohne nicht in Karlsruhe, aber Karlsruhe ist jetzt nicht so mega weit weg von mir. Und da gibt es ja dann jetzt auch einen Primark. Und von daher möchte ich da auf jeden Fall unbedingt mal hin. Oder halt nach Frankfurt, was auch kein Problem wäre. Und ja, deswegen gibt es von mir auch keine, das habe ich mir gekauft, Klamotten-Videos, weil ich habe jetzt wirklich schon sehr lange nichts gekauft. Ich mag einfach den Winter nicht so und ja, ich kaufe lieber Sommersachen ein und deswegen gibt es da leider von mir keine Fashion-Videos. Also im Moment noch nicht, aber wenn ich dann mir irgendwann was hole, klar, dann zeige ich das und dann lasse ich euch natürlich dran teilhaben. Und im Moment ist ja das Wetter wirklich echt übelst. Also seit Wochen, also 4 Wochen, 5 Wochen oder 6 Wochen ist ja nur grau. Also da waren ja mal 2, 3 Tage dazwischen, die so ein bisschen schöner waren, aber ansonsten grau und Schnee und eklig.
Und ich hoffe dann jetzt einfach, dass vielleicht diese Woche noch, wenn ich noch frei habe, ja, das Wetter noch ein bisschen besser wird. Und ich habe euch auf jeden Fall jetzt auch schon Videos gedreht, wie auch zum Thema Ernährung. Die muss ich nur noch schneiden und hochladen. Auch Thema Frühstück und so weiter. Und ich werde euch auf jeden Fall auch noch Videos machen, Kochbücher, dann, ja, es gibt so auch so Rezepthefte, die richtig toll sind. Also so im Zeitschriftenbereich habe ich was ganz, ganz Tolles entdeckt. Und ja, auch einfach, ich werde dann meinen Schminktischkrams hier noch alles so ein bisschen umdekorieren und nochmal umgestalten. Ich war beim IKEA, habe da ein paar Sachen gekauft und wenn das dann alles soweit ist, dann werde ich euch natürlich daran teilhaben. Wie gesagt, wenn ihr das gerne sehen möchtet und ihr gerne immer so einen Wochenrückblick haben möchtet von mir, finde ich eigentlich immer ganz lustig. Und dann schreibt mir das einfach oder lasst mir einen Daumen hoch da, dass ich Bescheid weiß, dass ihr das gerne sehen möchtet. Wenn ihr das doof findet, dann bitte einen Daumen runter. Ist auch okay, ich lebe damit, ja. Oder schreibt mir unten einfach, nee, Jana, wollen wir nicht sehen. Und dann ist das für mich auch okay. Ansonsten, ja, wünsche ich euch eine gute Zeit. Und falls ihr auch Urlaub habt oder frei habt oder falls ihr krank seid, im Moment sind sehr viele krank bei uns und mein Freund ist auch krank, außer ich, Gott sei Dank, wünsche euch auf jeden Fall eine gute Besserung. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!